Schönen guten Abend, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Und wir sind immer noch auf dem Weg oben zum Dorf der Zoras und müssen noch ein bisschen was erklimmen, beziehungsweise haben noch einen kleinen Weg vor uns. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Hoffentlich kommen wir in dem Part zum Ende, also zum oben an. Erstmal habe ich noch einen Bernstein unter einem Stein gefunden. Die Lothbrücke. Es wäre geil, wenn man auf den Dingern sliden könnte. Aber das geht nicht. Weil es so rutschig ist, wisst ihr? Ich hoffe, es gibt ein Schild, was zum Surfen besser geeignet ist. Es wird ziemlich cool. Das ist aber der richtige Weg. Ich laufe die Brücke lang. Ja. Schade. Es ist natürlich geschickt, dass es hier regnet. Und ich habe wieder eure Kommentare gelesen. Vielen Dank. Wenn ich ein Feuer anzünde, könnte ich hochfliegen. Also ein bisschen höher fliegen mit dem Gleiter. Hallo Link, hier bin ich. Hier unten. Der braucht genauso lang wie ich. Sidon. Ja, als ob er mich gesehen hat. So nah und doch so fern. Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lang, dann kommst du zum Dorf der Zoras. Ich schwimme schon mal vor, wir sehen uns in dem Dorf. Das hast du schon vor einer Stunde gesagt. Von hinten kommt ein Monster auf dich zu, pass auf. Okay, was jetzt? Außer ein Quicktime-Event? Okay. Jetzt. Herr, er tritt! Wie nice ist das denn? Und. Ein Herz ist gut. Mein Schwert zerbricht. Ja, komm, wenn das Schwert zerbricht. Tschüss, Zora-Klinge. Das Zora-Schwert ist zerbrochen. Die Keule hat 9. Ich habe sehr viele Schwache momentan auch dabei. Aber die Schwachen müssen erstmal raus. So, nehme ich den Zora-Speer. Ja, durch die nächste Schlucht. Nur falls ich das noch nicht in dem Video gemacht habe, weil ich benutze manchmal abends einfach die Amiibos. Ja, ich weiß, dass man die Metallkisten von den Wächtern aufeinander fallen lassen kann oder auf den Boden fallen lassen kann, damit die kaputt gehen. Auch dafür vielen Dank nochmal fürs in die Kommentare schreiben, falls ich es noch nicht in dem Video gemacht habe. Obwohl ich mir da gar nicht mehr so sicher bin, ob ich zum Ende hin nicht trotzdem auch mal eine Kiste habe auf eine andere fallen lassen. Also Quatsch, vergesst es, ich habe das auf jeden Fall hier gemacht. Also, als wir hier hochgegangen sind. Komm schon, piekse die richtig. Das ist doch nur Holz! Deren Ernst? Bambi. Wo bist du? Nein, das war Bumpedibu. Kennt einer von euch noch Bumpedibu? Haben wir mal schnell ein bisschen Edelwild geschossen, ne? So, den Wald durchqueren wir jetzt. Okay, Wald ist ja eher falsch. Das war eine kleine Schlucht. Und da ist wieder ein... Und ein Blitzgeist. Okay, komm her. Oh nein, 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 meine Lance. Meine Lance. Oh, immer in den Magen. Schocker sind echt übel. Shit. Oh! Ach, dieses Menü zu wechseln ist schrecklich. Oh nein! Oh! Ach, erste Fee schon weg. Jetzt habe ich das Schwert nicht in der Hand. Das ist doch nicht wahr. Oh, und man möchte dieses Menü einfach nur wechseln. Aber erstmal wieder 100 Mal in die falsche Richtung. Ist mir egal, was ich esse. Habe ich jetzt gar nichts mehr in der Hand? Ich muss erstmal alles aufheben. Holzschild, schön. Riesenschwert liegt da. Großes Schild, das ist mein Schild. Wie kann die dann schneller sein als ich? Was ist mit meinen Bögen? So.
Schrecklich. Warum ist meine Tasche jetzt voll? Riesenreiseschwert weg. Elektrostab kann ich auch nicht aufheben. Als ob der Flügel neu war. Brauche ich einen Elektrozauberstab überhaupt? Ansonsten muss ich damit echt mehr kämpfen. Ja, komm. Weg. Dann werde ich den jetzt mal benutzen. Haben wir ja noch nicht. Ich habe den eben aufgehoben, weil ich dachte, wow, ist super cool. Das war der Bogen, den ich verloren habe. Den Karpfen nehmen wir mit. Die Duo-Echsenlande, die ist gut. Die ist doch gut. Ach komm, hier, ein Hammer reicht. Zack. Oh, ich Foto von hier unten ist cooler. Oben. Nö, das sieht nicht so geil aus. So, wir haben eine neue Lanze. Das ging gut. Ja, was heißt, das ging gut? Das war ein schrecklicher Kampf. Haben wir wieder eine Fee verloren. Und in diesen Kisten bringt uns das auch alles nichts. Ah ja, ich weiß übrigens auch, dass einmal gekochtes Fleisch mir mehr bringt, als jetzt die ganze Zeit diese 10 Herzen-Dinger zu fressen. Aber mal ganz ehrlich, Leute, ja, man hat unendlich viel zu essen. Ja? Dann nehme ich hier noch einen Kälteschutz einfach, weil ich es kann. Man hat so viel zu essen in dem Spiel, ist eh egal, was man futtert. Gut gezielt von mir. Und zack. Wenigstens lohnen sich die Metalldinger. So, diese Steinplatte habe ich unten auch schon gesehen und übersehen, beziehungsweise durch den Kampf, den ich da unten hatte, vergessen. Und das ist die Geschichte des Volkes der Zora. Erster Zusatz. König Dorephan entzieht einem Besucher das Gastrecht. Und das 100 Jahre nach der Herrschaft von König Dorephan durchquerte ein verirrter Wächter das Zora-Hochland. Er drang ins Dorf ein und wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos. Ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Dorephan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf den Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Seine Untertanen, zutiefst bewegt von diesem mutigen Tat, priesen ihn im König. Die Narbe auf des Königs Stirn erinnert noch heute an dessen denkwürdigen Tag. Also ein bisschen Background-Story für das Dorf der Zoras. Ja, warum nicht? Warum nicht? Habe ich eigentlich Platz für 4 Schilde? Ja. Das eine geht jetzt eh bald kaputt. Ein bisschen Geflügel. Es gibt 2 Wege. Einmal den richtigen und einmal den zu einem Geheimnis. Dann nehmen wir doch den zu einem Geheimnis. Ein Stein auf diesem Berg. Ja, ich hab dich entdeckt, mein Freund. War's nicht so gut versteckt? So, und wir fliegen mal die Richtung. Da würde man runtergehen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wir sind angekommen, Leute. Man könnte sagen, wir sind angekommen. Ich glaube, ich sollte die Brücke gehen, anstatt drüber zu fliegen. Ist bestimmt cutscene-mäßig wichtig. Perfekte Landung. Schrein in der Nähe. Genau in die Richtung, auf die ich zulaufe. Aber jetzt kommt erstmal eine Katze hin. Wenig. Katze, Katze, Katze. Wo bleibt denn hier die Katze? Wo bleibt Sidon? Dorf der Zoras. Ah, der steht da vorne. Und da ist die Cutscene. Oh. Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Zoras. Komm mit, ich stell dich dem König vor. Hier entlang. Das Dorf der Zoras ist wirklich klein und noch gar nicht unter Wasser.
Der Schrein nervt mich. Ich hoffe, es ist okay für dich. Oh, guck mal, hier ist ein Wanderer von... Ist das ein Laden? Zählt das hier als Schladen? Ja. Okay, das ist der Feind. Oh, das heißt, es gibt eine neue Rüstung, Leute. Erstmal gucke ich, was du hast. Nein, Dento. Wegen dem wir unsere Mifia verloren haben, läuft also hier herum, als wäre nichts. Der Hylianer, wegen dem wir unser Mifia verloren haben, läuft also hier herum, als wäre nichts. Was willst du hier? Wo sind wir hier? Waffenschmiede. Was machst du hier? Lanzen reparieren. Lanzen. Die Lichtschuppenlanze, die Zeremonielanze. Ja, was für Gedöns du hier machst? Verzieh dich! Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht wiederkommen. Jetzt hau schon ab. Okay, das heißt, der repariert. Aber ich will mit dir reden. Bist du Juliana? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reisen und bin dabei Prinz Sidon begegnet, der mich hierher eingeladen hat. Ich kann zwei Elektropfeile anfassen, ohne einen Gewisch zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des des Stausees oder was auch immer da stand. Das hätte er ja schon etwas diplomatischer formulieren können. Ich mag die Goronen. Ich will noch den Waffenladen checken, den Rüstungsladen. Und dann gehen wir in den Tempel rein. Das hier ist eine Bücherei. Was? Du bist Link von 100 Jahren? Arbeit, Arbeit. Willkommen im Fischkämmerlein. Eine Übernachtung pro Person. Ein Wasserbett. Wie geil ist das denn? Bitte beehren Sie uns bald wieder. Okay, hier schläft man. Wo ist der Laden? Laden. Wehe, verkauft keine Rüstungen. Ich weiß, ich sollte zu Prinz Sidon gehen. Aber es gibt Wichtigeres zu tun. Da ist noch ein Laden. Oder? Die bejubeln Prinz Sidon. Keine Läden. Blub, blub, blubbidi, blub. Ich dachte, ich konnte das aufheben. Okay, ich glaube... Also da oben ist der König. Ich glaube, es gibt keinen Rüstungsladen. Ach, leider nach oben, falls ich doch mal runterfallen sollte. Hey, hallo! Ich werde eben den Schrein machen, König. Der Neji Joma Schrein. Den machen wir fix. Und danach gönnen wir uns die Cutscene und die Königsaudienz. So, neuer Schrein, neues Glück. Heben und senken. Kugeln kommen runter. Und hier ist Platz für eine. Das ist das Ende. Bedeutet, das hier ist der Weg, den es zu gehen gilt. Und da oben ist die Kugel, die es zu bergen geht. Erstmal würde ich sagen, bin ich ganz gut hier hochgekommen. Und jetzt hole ich mir erst die Kiste. Und das kriege ich hin. Ja, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber ich würde sagen, das war gut. Eine neue Zora-Lanze, für die ich keinen Platz mehr habe. Mit 9. Wir werfen die alte weg. Geil, die fliegt wie ein Speer. Was auch Sinn macht. So, wir haben hier auch eine Brücke, über die wir danach gehen können. Die aber so nicht als Brücke nehmen will. Erstmal, wegen dem Winkel wahrscheinlich. Okay, also... Des Rätsels Lösung. Heben und senken.
heben und senken. Was heben wir denn? Ich habe ja kein Ort. Ist nur ein Test gerade. Nee, damit bewege ich die nicht. Die Idee, oder was heißt die Idee? Die Frage, die sich halt stellt, ist, was heben wir und was senken wir? Wir können ja hier, wie es aussieht, nichts bewegen. Also zumindest habe ich den Schalter dann nicht gefunden. Es ist alles sehr statisch. Da oben kamen die Kugeln raus. Die Kugeln sind bis hier unten hingerollt. Und das war's dann auch schon. Warum heißt es also heben und senken? Die Kiste ist aus nicht aufhebbarem Kram. Und auf die Plattform komme ich nicht drauf. Was ist der Gag? Zu weit, würde ich sagen. Das ist es aber nicht. Das ist nicht... Heben und senken hat doch eindeutig damit was zu tun, dass man hier was machen soll. Und etwas, was du gezielt machen kannst. Lustigerweise komme ich halt gar nicht an dieses Ding dran. Also zumindest das, was ich gerade offen... Hau mal ab. Zumindest nicht so, wie ich es offensichtlich sehe. Ah, geben wir noch einen Keks. Versuchen wir es mit einer. Damit können wir doch vielleicht arbeiten. Die liegt ja gar nicht schlecht. Also, die liegt auch nicht gut, aber... muss erst die loswerden. Mit Eissäulen kann ich die auf jeden Fall erstmal stoppen. Sofern sie nicht genug Speed hat und da einfach durchgeht. Die liegt halt auch echt scheiße. Shit, die ist weg. Okay, okay, okay. Wie rette ich die jetzt? Ich habe eine Idee, ist aber super riskant. Hat ein bisschen Schaden gemacht. Zu wenig. Okay, das wird schwer, weil das der ungewollte Weg ist. Ich hätte sie auch direkt auf die Plattform. Nee, das bringt auch nichts. Ich will sie halt immer nur ein bisschen anschubsen. Ah. Die liegt halt echt scheiße. Ich versuch's nochmal, trotzdem. Oh, die ist schon zu viel. Oh oh. Shit. Leute, ich weiß, es gibt ein anderes Rätsel, glaube ich.
Also es gibt einen anderen Weg. Es kann nicht sein. Also es muss etwas geben, was ich übersehe. Und zwar sieht es halt wieder so aus wie so ein Spieldingen. Ich werde jetzt nochmal runterlaufen. Was ist der Trick? Ah, jetzt kann ich da nicht rüberspringen. Es muss halt einfach einen ganz simplen Trick dafür geben. Und ich werde jetzt wieder super umständlich, Mann. Heben und senken. Hier kann ich gar nichts machen. Weil ich komme ja gar nicht an die Kugel ran. Das ist das, was ich halt so wenig bis gar nicht verstehe. Ist, warum komme ich nicht an die Kugel ran? Wenn ich sie hier runterrollen könnte mit ein paar Schlägen. Das macht ja Sinn. Aber ich kriege sie halt da oben, wo sie jetzt liegt, gar nicht runter. Das ist für mich so unverständlich. Da gibt es kein Drankommen. Außer halt... Na komm, versuche die zweite auch noch. Beide runtergefallen. Und die muss man einzeln zünden. Sei denn, Bombe berührt Bombe, glaube ich. Oh. Nochmal. Okay, wir versuchen es wieder. Ich bin tot. Nein. Nee, macht keinen Sinn. Schade. Ach, ich dachte, ich komme direkt auf den Wasserdings. Mal sehen, wo ich jetzt bin. Ich bin wieder hier. Der Ball ist wieder da. Die Explosion kommt dann einfach von der ganz anderen Seite. Hau rein. Ja, instant raus. Heben und senken. Alter, es muss einen Mechanismus geben. Einen, der hebt und einen, der senkt. Nur wo? Oben? Ich könnte den Wasserfall hochklettern. Ich kann den Wasserfall hochklettern. Ich bin nicht stark genug, die Kugel zu schieben. Das muss ich aber jetzt auch gar nicht mehr sein. Und sie rollt. Schade. Ich wollte sie aufhalten. Aber okay, so geht's. Der Wasserfall ist des Rätsels Lösung gewesen. Deswegen ist er überhaupt da. Richtiger Weg. Immer noch. Ein bisschen zu früh, leider.
Perfekt. So. Ich hoffe, 2 reicht. Ah, wir haben es geschafft. Heben und senken, Leute. Wir haben gehoben und gesenkt. Zwar nicht wortwörtlich und eigentlich auch nicht, aber wir haben die Prüfung gemeistert. Alleine. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Jawohl. So, jetzt verlassen wir den Tempel wieder und sind im Dorf der Zoras angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein klein wenig Spaß gehabt und ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, ich wünsche euch noch weiterhin einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.